Liebe Freunde, aus aktuellem Anlass, aber wirklich aktuell, möchte ich euch jetzt nochmal kontaktieren. Und zwar, wir haben gestern im Gebetskreis von Erika all die Ausbrüche der Vulkane aufgezählt bekommen, die jetzt im Moment rund um die Welt so richtig groß aktiv sind. Und zwar insbesondere die wirklich gefährlichen, die der Menschheit also gefährlich werden können, auch durch die Plattentektonik, die sie auslösen. Und der gefährlichste, der im Moment registriert ist, ist immer noch der Yellowstone National Park. Der bewegt sich, scheint es jetzt, auf der ganzen Erdoberfläche von den USA und geht dann auch weit, weit, weit runter. Dann ist jetzt einer auf Hawaii ausgebrochen und ein anderer ist dann vor Neapel im Meer, im Mittelmeer, scheint es noch aktiv, eine ganze Platte, wie auch immer. Heute Nacht, und das wollte ich euch am Fröhlichen sagen, war ich wieder oben in den Seelenebenen und habe gesehen, ganz weiße, schöne Seelenebene. Und ich hatte ein schönes, weißes Kleid an, nicht so weit ausgestellt wie sonst die Festkleider, wenn wir mit unseren Seelen, die zurückgekehrt sind, tanzen, sondern eben so ein etwas schlankeres Kleid, was man vielleicht sagen könnte, was ein Arbeitskleid ist im Himmel, aber eben weiß. Ohne Flecken, da war ich so froh drüber. Und rundherum die Atmosphäre war hellblau, das heißt also, das ist die letzte, das ist die Farbe der Weisheit. Also haben wir heute Nacht in der Weisheit gelernt. Und dann hatte Vater uns gestern schon gesagt, er möchte, dass wir dann nochmal eine Friedensreise machen. Und er möchte auch, dass die Menschen aufgeklärt werden, aus was die Masse und auch diese Wut der Vulkane besteht. Und das möchte ich euch jetzt nochmal erklären. Also, die Masse der Vulkane besteht aus den Lügen der Menschheit, die sie hochgejagt haben in die Atmosphäre und die von da aus dann wieder runterfallen in das Magma der Erde und das in Bewegung bringen. Und das ist ja eben auch die Vulkanmasse. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dieser Aufruf nochmal, und tut ihn bitte raus in alle Länder, zu allen Freunden, in allen Sprachen, die ihr kennt, dass die Menschen sich jetzt bitte bemühen, alle Lügen aufzuheben, die sie je gemacht haben und die sie je gehört haben, aber auch die, unter denen sie je gelitten haben. Das geht also vom höchsten Politiker und vom höchsten Milliardär bis zum kleinen Penner unter der Brücke. Alles bitte aufheben und um Vergebung bitten oder vergeben, je nachdem. Und damit kann dann die Masse der Vulkane wieder abgekühlt werden und es muss vielleicht nicht mehr so schlimm kommen, wie es jetzt schon angesagt ist und wie es sich jetzt schon auf der Erdoberfläche ja auch zeigt. Denn unsere Erde darf nicht, wie damals Malona, gesprengt werden. Vater möchte, dass die Erde erhalten bleibt, aber es ist ganz wichtig, dass jeder seinen Teil dazu tut. Und darum hat Vater uns jetzt nochmal gezeigt, wir haben 5 große Lichtbrücken, 2 nach Asien über den Pazifik hinüber, 1 Richtung Nordmeer und 1 und 2 Brücken Richtung Europa, nochmal vom Vater gebaut und installiert gekriegt. Und er bat uns jetzt nochmal an den Platz zu fahren, um über diese Lichtbrücken dann nochmal mit den Vulkanen zu sprechen, dass sie den Menschen noch die Zeit geben, dass sie sich jetzt noch bekehren können, dass sie jetzt noch um Vergebung bitten, ehe das jetzt alles wieder ausbricht. Und deswegen sollten wir am 21. September nochmal auf Friedensreise gehen, hat er gesagt, bis zum 24. und dann am 25. wieder zurückkommen. Und in dieser Zeit sollen dann wirklich die Vulkane dann noch einmal so beruhigt werden. Und ich hoffe auch, dass viele der Geschwister rund um die Welt mitmachen, ihre Lügen abgeben, dafür um Verzeihung bitten und für die Lügen, die ihnen andere angetan haben, auch die verzeihen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, damit wieder in die Schicht der Vulkane ein bisschen mehr Ruhe eintritt und dadurch auch die Plattentektonik der Erde, die ja für uns auch ganz gefährlich ist, nicht so stark in Bewegung geraten muss. Ja? Und aus dem Grunde bitte ich euch zu verstehen, eben die Vulkane haben auch eine von den Menschen gesetzte Ursache, eben
wie gesagt, Lügen, Heucheleien, Hehlungen, all die Sachen, die von den Haltungen her in die Chronik gespeichert worden sind und jetzt dann wieder runtergekommen sind in das Magma der Vulkane. Und deswegen seid doch so gut, helft uns auch wieder mit. Wir sind mittlerweile schon 10 Leute, aber es dürfen ruhig noch mehr werden. Wir haben eine ganz große Bleibe, bei der dann ruhig noch ein paar mehr unterkommen können, die dann auch mitfahren. Und entsprechend gucken wir, dass wir entsprechend viele Autos kriegen oder eben einen großen Bus, wenn wir mehr werden. Das wäre auch ganz schön. Und helft uns auch bitte, dass diese Reise durchgeführt werden kann. Denn ich glaube, von euch ist niemand wirklich ganz erpicht darauf, Vulkane um die Ohren zu haben, sei es entweder die Lava oder auch die Asche. Die Asche ist ja auch so gefährlich. Sie hat dann so wie kleine Glassplitter in sich drin und kann einem ganz schön die Lunge zerschneiden oder zu schaffen machen. Und die Vulkane, die verdunkeln ja dann auch die Sonne, wir wissen es ja. Einmal war ja der Island-Vulkan ausgebrochen und dann war der ganze Flugverkehr lahmgelegt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dieses ganze Eruptionsgeschehen recht gefährlich ist, auch für die Mentalität, auch für uns alle. Und je mehr wir weltweit davon aufheben können, ne, indem wir uns das ganz klar machen, es sind die Lügen und es sind die Verfehlungen und es sind all die Sachen, die der Vater nicht unterschreiben könnte, desto mehr können wir unserer Erde, der Erdoberfläche, den Vulkanen und letztendlich uns selber helfen, dass vieles nicht so hart passieren muss, wie es jetzt im Moment aussieht und wie es jetzt angesagt ist. Und deswegen seid so gut und helft uns, dass wir dann auch diese Friedensreise, um die uns Vater jetzt extra gebeten hat, nochmal durchziehen dürfen und dass wir wirklich ganz, ganz viele Gebete der Auflösung über die Lichtbrücken zu den einzelnen Orten schicken können. Darum bitten wir euch von ganzem Herzen. Schaut mal, ob ihr dann mitbeten könnt in der Zeit 21. bis 24. September, aber eben natürlich auch schon vorher, ja, sobald ihr jetzt hört, dass Vulkane wieder mal dabei sind auszubrechen. Helft mit zu beten, die Menschen, die Seelen, die Wesenheiten aufzufordern, dass sie alles Negative, was sie wissen, was der Vater nicht unterschreiben würde, ihm zur Wandlung hochgeben und sich selber rausziehen lassen. Und dadurch wird es dann auch aus den Vulkanen und aus der Plattentektonik herausgezogen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für jede Hilfe und wir freuen uns, wenn wir dann am 21. September diese große, sehr, sehr wichtige Friedensreise dann wirklich vornehmen und bestreiten können. Danke vielmals, meine lieben Freunde, liebe Geschwister untereinander vor dem Herrn. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Claire.